Nun, die Kommune praktiziert für mich ja wirklich Bürgernähe. Die ländliche Struktur bei uns im Dorf, wo man noch jeden kennt, dann sind ja alle bei uns die Kinder vom Babyalter bis zu Senioren in die Gemeinde gut aufgehoben. Der Lieblingsplatz ist natürlich der eigene Garten. Da kann man am besten entspannen, da fühle ich mich wohl und da verbringe ich meine Freizeit. Da zieht es mich persönlich oft in den Kulturhof. In dem schönen großen Theatersaal, den wir dort haben, organisieren wir Mettenheimer nämlich unseren eigenen Kappenabend, der mittlerweile über die Dorfgrenzen schon bekannt ist. Mettenheim hat es auch ohne viele große Gewerbebetriebe, die wo große Steuerzahler sind, geschafft, dass sie gegenüber den anderen großen Gemeinden wie Mühldorf, Ampfing, Waldkreiburg durchsetzt und ist jetzt eine sehr gefragte Wohngegend. Mettenheim hat sich von einem einfachen Bauerndorf zu einer modernen Gemeinde entwickelt. Durch die Ausweisung vieler Baugebiete konnten Einheimische vor Ort bleiben und viele Zuzogene haben dazu beigetragen, unsere Gemeinde moderner zu machen und größer. Eine sehr gute Infrastruktur, hier sind unsere Bahnverbindungen oder auch die neu erbaute A94 als Zubringer an unsere Landeshauptstadt und natürlich das moderne Innenklinikum in Mühldorf. Der Stadtplatz mit seinem charakteristischen Baustil, den Blendfassaden und den Schwibbögen. Durch die Bürgernähe unserer Funktionäre und Politiker haben wir immer einen Ansprechpartner, der uns bei unseren Belangen hilft. Und bezogen vielleicht auf unser Gaststätte-Wirtshaus einfach ist es einmal jetzt schön, dass man einfach auch seine Zulieferer eben auch meistens kennt und dann die regionalen Produkte eben auch verarbeiten kann. Wir haben hier viele Möglichkeiten zum Reisen. Über den Linienstern der Bahn kommt man fast überall hin. Auch die Autobahn verbindet uns mit Bayern oder sagen wir mit der Welt. Die Alpen sind zumindest bei Föhn vor der Haustüre. Städte wie Salzburg, Rosenheim, München, die erreicht man, naja, wenn es alles gut geht, in einem Katzensprung. Das alles ist für mich schön am Landkreis. Mettenheim ist meine Heimat. Man ist einfach ein Mensch unter Menschen. Jeder kennt einen, die Kinder sind nicht groß geworden. Man ist einfach ein Teil dieser Heimat. Heimat ist für mich die Familie. Die Möglichkeit, dass die Kinder in der Nähe wohnen bleiben haben können, dass sie da sind, dass ich meine Enkelkinder hier aufwachsen sehen kann und da gibt es nichts Schönes. Für mich dazu aber eben auch, wenn ich mal durchs Dorf spaziere, einfach eben auch mich mit meinem Nachbarn unterhalten kann über den neuesten Tratsch und sonstige Themen. Mein Mettenheim. Mein Landkreis. Meine Heimat.